Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Kölner Treff. Zwei Tage nach Aschermittwoch, kann ich da nur sagen. Die wahren Karnevalisten sind noch etwas angeschlagen, die anderen heiterste Stimmung. Nein, nein, ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich vor allen Dingen wieder sprechen kann und auch wieder rufen kann, brauche ich aber heute nicht. Und ich freue mich auf diese Gäste und auf dieses Publikum. Und ich beginne mit einem Schauspieler, der als Tatortkommissar für Recht und Ordnung sorgt. Und der hat eine Dokumentation über das Leben der Meere oder beziehungsweise auf dem Planeten hier eine wunderbare Stimme gegeben. Ich freue mich auf Axel Mehlberg. Herzlich willkommen, Kölner Treff. Wir haben zwei Schauspieler heute hier. Sie ist eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Sie blickt auf eine lange Karriere zurück und sie sagt, es hat sich viel geändert, aber es ist ein wunderbarer Beruf und ich finde, sie ist eine wunderbare Frau. Marion Krach, herzlich willkommen, Kölner Treff. Und er wurde berühmt gar nicht als er, sondern als Dennis aus Hürth. Der bekam sogar dafür die 1 Live Krone. Aber jetzt macht er sich auf die Suche nach Geheimnissen und wird ganz seriös als Moderator beim Westdeutschen Rundfunk. Martin Klempner, herzlich willkommen und alles Gute. Seine Geschichtsdokumentation im ZDF, wir haben Fernsehgeschichte geschrieben, aber heute reden wir über seine persönliche Geschichte und er sagt von sich selber, ich bin kein 68er, ich bin ein 89er. Ich freue mich auf Guido Knopp. Schön, dass Sie da sind. Wir blicken ein wenig zurück und bleiben doch im Heute. Von Ihren Eltern bekamen Sie nie eine Antwort auf die Frage, wie diese zu der Zeit des Dritten Reiches wohl zu Adolf Hitler und zu den Nazis gestanden haben. Aber nun fand sie heraus, dass er in Wirklichkeit ihr Vater ein stiller Helfer war und viele Menschen gerettet hat. Eine bewegende Geschichte erzählt heute eine wahre Geschichte. Jutta Schäfzek, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dieser Mann ist ein ganz besonderer. Er errät PIN-Codes oder Handynummern oder andere Geheimnisse. Damit hat er weltweit Erfolg und er wird uns ein wenig davon verraten, wie das Ganze funktioniert. Tobias Heinemann, ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Der Begriff, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden, ist Mentalist. Oder Gedankenleser, so. Ja, Gedankenleser klingt ein bisschen nach Kirmes, finde ich. Also Mentalist klingt so ganz seriös. Klingt so nach Wissenschaft. Und Sie sagen ja auch, ich bin eben kein Magier, nee, oder Zauberer. Ich bin jemand, der Experimente macht und der anderen Menschen auch sagen kann, wie sie sich geben und wie man das, wie sie sich geben, entschlüsseln kann. Zum Teil, ja, zum Teil. Ja. Haben Sie Freunde? Ja, 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 doch. Ich bemühe mich drum. Das heißt, Sie können tatsächlich auch eigentlich, so sagen Sie zumindest, jedem auf die Schliche kommen. Naja, das heißt, jedem auf die Schliche kommen. Also ich muss ja vorbereitet sein. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, was denke ich? Keine Ahnung. Wobei in diesem Moment denken die meisten das Gleiche. Aber es ist ja nichts Übernatürliches. Ich kann ja nicht wirklich in den Kopf sehen, sondern ich versuche eine Reaktion rauszuholen aus den Leuten. Und dann kann ich das entweder über Körperkontakt oder durch die Beobachtung, Körpersprache lesen, eine Stimme erkennen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sind in jeder Sekunde, wenn Sie sich darauf einlassen, hochkonzentriert. Arbeite, ja. Sie scannen sozusagen alles an einer Person. Genau. Ist Ihnen schon irgendwas an mir aufgefallen? Sie sind schon ein bisschen angespannter. Ja, weil Sie neben mir sind. Yeah. Das ist so. Wenn ich arbeite. Das weiß ich nicht, was aber rauskommt. Das weiß ich auch nicht. Aber wie wird man Mentalist? Ja, eigentlich wollte ich ja Detektiv werden. So, Sherlock Holmes war mein Vorbild. Und dann habe ich dann später aber rausgefunden, dass das so im Alltag doch ein bisschen sehr viel auch mit Büroarbeit zu tun hat und so. Das war dann nicht so spannend. Gleichzeitig fand ich immer Schauspiel interessant und irgendwann hat sich das dann so ergeben. Sie haben auch Schauspiel studiert. Ich habe in London Schauspiel studiert, ja. Aber Sie sind Mentalist nicht als Schauspieler, Sie machen das wirklich. Nee, ich war schon Mentalist
auch schon im Beruf und habe dann unterbrochen, Schauspiel zu studieren, habe das kurz dann auch ausgeübt und bin wieder zurückgegangen. Aber es ist ja eine große Ähnlichkeit, ja? Weil Schauspieler beobachten ja auch sehr genau andere Menschen, die Verhaltensweisen. Zum Beispiel hat Axel Mehlberg vorhin vor Beginn der Sendung hier gestanden und wir hatten auch einen freundlichen Warm-Upper, der das Publikum unterhalten hat, bevor es überhaupt losgeht, bevor ich auf die Bühne kam. Und hat gesagt, ich gucke genau, wie das bei dem geht. Vielleicht werde ich mal sowas spielen, so eine Rolle. Ja, Warm-Upper ist eine coole Rolle. Das mal zu, ist noch keiner drauf gekommen und das bleibt auch unter uns. Ach so. Einen Warm-Upper zu spielen, der privat vielleicht ganz traurig ist, aber Leute zum Lachen bringt, bevor sie in die Show in beste Stimmung sozusagen entlassen werden. Ich weiß ja nicht, wie, wie Ihre Zuschauer drauf sind, wenn die entlassen werden nach der Show. Wahrscheinlich auch gut. Gut, ja. Okay. Gut. Womit fangen wir an? Ich sage mal, Sie sind unterwegs weltweit. Sie waren in Las Vegas, Sie waren in Sydney, Sie waren in New York, in London, wahrscheinlich auch in Paris. In der Schweiz sowieso, im Schweizer Fernsehen haben Sie über Jahre eine erfolgreiche Sendung moderiert. Sie haben gesagt, wenn Sie mir was in die Hand geben und ich soll Ihnen sagen, in welcher das ist, dann werden Sie wir versuchen das mal so. Der Lüge überführen. Wir versuchen das mal. So fing das bei mir an. Ein Onkel hat das immer gemacht. Klassisch. Ein Bonbon. Mal hier den Rücken nehmen. Sich für eine Hand entscheiden. Aufstehen oder sitzen bleiben? Wir können auch aufstehen. Sich für eine Hand entscheiden. Und dann die Hände nach vorne bringen. Schön, beide sollen gleich aussehen, also nicht, dass man es auf der Seite sehen kann. Und dann werde ich die Frage stellen, ist es in dieser Hand oder in dieser Hand? Beides Mal sagen Sie ja, das heißt, einmal müssen Sie lügen. Ist es in dieser Hand? Ja. Ich muss die andere gar nicht mehr fragen. Sie haben bei der Frage schön die Augen zugemacht, es ist in dieser Hand. Sie wollen sich von der Wahrheit verschließen. No, machen wir nochmal, machen wir nochmal. 50-50 hätte ja Glück sein können. Sie wollten sich vor der Wahrheit verschließen. Das heißt, Menschen, die lügen, wenn sie es so schlecht machen wie ich, die verraten sich durch irgendetwas. Ja, aber das verändert sich immer. Es gibt die Pinocchio-Nase, gibt es nicht. Das heißt, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist nicht ein universelles Zeichen. Das heißt, das war jetzt gelogen. Ja. Gleiches Spiel, Hände wieder nach vorne bringen. Ist in dieser Hand? Bitte? Ist in dieser Hand? Ja. Okay. Ist in dieser Hand? Ja. Sie gucken ein bisschen mehr zu dieser Hand. Es ist in dieser Hand. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. Das klingt jetzt nach einem simplen Spiel, aber Tatsache ist, Sie gucken ganz genau. Jetzt gerade, also ich guck. Und das verändert sich natürlich, wenn ich jetzt so etwas mit Ihnen mache, dann benehmen Sie sich nicht ganz natürlich. Das heißt, es ist dann auch ein bisschen anders als im wirklichen Leben, weil ich schon sage, wir werden jetzt lügen. Werden Sie sich auch schon ein bisschen unnatürlicher. Können Sie denn selber besonders gut lügen? Auch nicht besser als andere. Das war gelogen. kommt drauf an, wo man den Schnitt sieht. Also ich kann bedeutend besser lügen als die Norm, ja. Aber ich bezeichne mich jetzt nicht als sehr gut. Nein, ist klar. Aber Sie wissen ja so viel darüber. Ja, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es schlechter. Dann denkt man, das darf ich nicht machen, das darf man nicht machen und dann vergrößert sich das und es wird eigentlich schlimmer. Wie mache ich denn daraus eine ganze Abendshow? Da müssen Sie sich ja wahnsinnig konzentrieren, weil Sie wirklich in Höchstspannung sind, um alles wahrzunehmen, was sich irgendwie an Zeichen deuten lässt. Ja, wobei ich mache ja nicht nur solche Sachen. Also manche Sachen sind dann auch, dass ich mir einfach ganz schnell etwas merke. Also es ist ja dann, damit es ein bisschen Abwechslung gibt, verschiedene Techniken. Aber es ist schon so, wenn ich Abendfüllen spiele 2 Stunden, dann geht auch immer 1-2 Sachen daneben. Einfach weil die Konzentration nachlässt. Und dann wieder, oh, gut, und weiter geht's. Haben Sie als Kind schon genau beobachtet, wie Menschen sind, oder wie kam das? Ja, also wenn meine Eltern die Schlüssel verlegt haben, wusste ich meistens, wo die waren, weil ich dann noch wusste, vorher bist du noch mit dem Hund gegangen, hattest eine andere Jacke an, guck da mal nach und so. Den Trick kenne ich auch, bei mir funktioniert der nicht. Ja, bei sich selber ist das schwieriger. Ich muss es mal ausprobieren bei anderen, das stimmt natürlich. Aber man muss einfach zurückgehen, also wir vergessen manchmal, in meinem Buch steht das auch drin, wenn wir zum Beispiel in einen neuen Raum betreten oder eine Türe schließen, in diesem Moment vergessen wir oft etwas. Weil das Gehirn einfach dann, zack, abschließt. Und dann reicht es manchmal schon, einfach nur den Weg zurückzugehen. Es ist ja eine Form von Achtsamkeit, auf die Sie hinaus wollen. Das heißt, dass man im Grunde genommen immer seine Sinne schärft. Und es gibt eben keinen Sechsten. Nee, gibt's nicht. Sondern alle 5 sind auf scharf gestellt. Und dann nimmt man mehr von sich, von der Umwelt und vom Gegenüber wahr. Genau. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis, aber natürlich einfach. Sie haben mal nebenberuflich oder bevor Sie erfolgreich waren, als Kopier gearbeitet. Ganz kurz, ja. Ich hatte mich beim ersten beworben gehabt, die wussten, was ich mache, die haben mich dann abgelehnt. Beim zweiten habe ich dann die Ausbildung gemacht, ich wollte eigentlich nur die Ausbildung machen.
Und dann haben die mich dann echt genommen. Ich habe gleich gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe meine Auftritte. Und dann habe ich gesagt, naja, wir bieten dir an, hier irgendwie 30-40%. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann habe ich dann einfach die Probezeit, die 3 Monate, habe ich das gemacht. Aber wenn Sie Gedanken lesen können und Sie sitzen zum Beispiel am Roulette-Tisch, ja, wie setzen Sie diese Fähigkeit ein? Die ist doch nee, ich habe hauptsächlich Blackjack. Und da ging es darum, ich kann ja nichts ändern, ist alles vorgegeben. 16 muss man einen nehmen, 17 darf man nicht mehr. Gemischt wird mit einer Maschine. Aber ich stelle die Fragen, wollen Sie noch eine Karte nehmen oder nicht? Split oder nicht Split? Und je nachdem, wie ich das betone, wie ich die Frage stelle, kann ich Sie dazu bringen, dass Sie entweder das oder das machen. Das heißt, Sie sind auch ein Manipulator? Auch ein Manipulator, ja. Wow. Aber Sie bringen, und das ist auch in Ihrem Buch deutlich, Sie bringen Menschen auch dazu, oder Sie wollen Menschen dazu zu bringen, das eigene Potenzial sozusagen auszuschöpfen. Also genau. Auf sich selber genauer zu achten und zu gucken, was kann ich eigentlich, was kann ich nicht. Genau. Ja, eben, also im Buch habe ich das deswegen 3 Gebiete rausgenommen, die jetzt jeder irgendwie verwenden kann. Das eine ist eben Lügen erkennen, nonverbale Kommunikation, das andere ist Manipulationstechniken, aber nicht nur um die anzuwenden, sicher kann man natürlich machen, vor allem im Berufsalltag, aber auch, wie wehre ich mich dagegen? Ja, gegen Werbungen, gegen Handleser, gegen Leute, die behaupten, sie können mit Verstorbenen reden und so weiter und so fort. Und das sind ganz klare Techniken, die immer wieder anwenden. Und wenn man die nicht kennt, ist egal, wie intelligent man ist, sondern ist dem ausgeliefert. Ja. Trotzdem haben Sie die Fähigkeit, so genau jemanden zu analysieren, sage ich jetzt einfach mal, dass Sie viel von ihm mitbekommen. Und wir haben vorher Mario Kracht gebeten, so eine Zeichnung einfach anzufertigen. Das haben Sie getan. Und Sie behaupten, Sie können mit geschlossenen Augen das, was Marion Kracht gezeichnet hat, nachzeichnen. Versuchen wir, ja. Also Marion, da war jetzt nichts, Sie haben sich nicht abgesprochen. Nee. Er weiß nicht, was Sie da gemalt haben. Das ist jetzt... Fangen wir mal an, damit das für 6 Mal testen, beide Seiten. Kann man da durchsehen, vielleicht hier mal gucken. Kein Loch reingebohrt, hat noch 2 Münzen mitgebracht. Okay, um ganz sicher zu sein, habe ich hier Klebeband. Können Sie mir nachher die Rolle geben. So, kommt das auf meine Augen. Aua. Ja, jetzt wissen Sie auch, wieso ich die Frisur gewählt habe. Ja, eben. Ich hatte mal Koteletten. Aber das war echt zu mühsam. Aua. Komm, wir gehen. Geben Sie mir mal die Rolle noch. Sehr gerne. Uiuiui. Aber jetzt wirklich. Okay, oben, unten, seitlich alles schön andrücken. Ja, Luft kriegt er noch. Ja, richtig drücken. Nee. Dass Sie auch das wirklich glauben. Ist gut? Ja, ja. Okay, dann noch die Augenbinde von Ihnen. Okay. Ich habe doch gesagt, er ist mir unheimlich. Ich habe ein Karnevalskostüm dieses Jahr gefunden. Okay, gut. Nehmen Sie mal den Block. Zeigen Sie mal allen die Zeichnung. Bitte nicht lachen, ja? Oh ja. Okay, einer lacht. Die anderen wissen nicht, was es ist. Ich habe davor in meine Tasche einen schwarzen Stift eingesteckt und Sie sollten das Ganze mit Rot zeichnen. Ja. Korrekt? Okay, kommen Sie ganz nah zu mir, so Schulter an Schulter. Mhm. Legen den Block auf meine linke Hand, dass die Zeichnung richtig rumliegt. Also wenn Sie Querformat haben, so, und sonst Hochformat, so. Quer. Okay, gut. Jetzt halten Sie, Sie sind Linkshänder, hm? Ja. Das heißt, halten Sie vorne meine Hand mit der linken Hand fest, von unten? Von unten. So. Okay. Okay, so. Okay, mhm. Richtig zupacken. Okay, gut. Jetzt hier locker bleiben. Ich versuche das jetzt nachzuführen. Mhm. Physisch mir natürlich nicht helfen, das wäre witzlos. Mhm. Aber ich konzentrieren und versuchen in Gedanken die Zeichnung, ein bisschen fester halten, die Zeichnung nochmal nachzuleben. Keine Ahnung, was wir hier zeichnen. Okay. Oh, jetzt habe ich eine Ahnung. Okay, ich denke, ich bin einigermaßen durch. Jetzt machen wir das so, ich drehe das um. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wenn ich es gut getroffen habe, geben Sie mir einen großen Applaus. Und wenn es dann das falsche Schiff war, dann ist totenstill. Halten Sie es fest? Ja.
Oh. Nochmal. Testen ihr alles nicht? Wahnsinn. Oh. Ja, die Frauen kennen das jetzt. Ah. Ah. Ich würde ja sagen, das möchte ich auch lernen, aber ich möchte nicht die Frauen. Ja. Nee. Depilation. Haben Sie noch so einen Nebenberuf in so schreckende Filmen? Ah. Okay, ich will es nicht lernen. Ah. Oh, ein schönes Auto. Dürfen Sie dann zu Hause noch mit Rot unterschreiben? Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Dank. Danke. Dankeschön. Moment. Ja, zum Wohl. Herr Heinemann. Ja. Nee, das ist kein Mitleid. Gibt's nicht, nee. Sie haben ja gesagt, Sie verraten uns ein wenig von dem, wie Sie vorgehen, wie Sie arbeiten. Weil Sie eben sagen, ich bin kein Zauberer, ich bin kein Magier, sondern ich fühle mich ein, ich bin Mentalist. Ja. Können Sie uns ein bisschen erläutern, wie hat das funktioniert? Sie haben, Marion hat die Hand gegeben, unterstützt. Ja, also ein Teil, das ist, hier sind, spielen natürlich ganz viele Sachen eine Rolle. Und auf das möchte ich jetzt nicht ganz genau eingehen. Aber ein Teil zum Beispiel, der eine Rolle spielt, ist auch im Buch beschrieben. Über den Körperkontakt können wir wirklich einzelne Gedanken spüren. Das heißt, das Pendeln, Wünschelruden, all das basiert darauf. Das nennt man den Idiomotoreffekt. Das heißt, wenn ich mir etwas vorstelle, ich kann das Pendel nehmen und ich denke einfach nur links, rechts. Und wenn ich das wirklich stark vorstelle, wird das Pendel links, rechts ausspielen. Aber es hat natürlich nichts mit dem Pendel zu tun, sondern ich mache die Bewegung. Nur schwören die Leute, dass sie gar nichts machen. Das sind ganz, ganz kleine Bewegungen. Und so kann man das auch machen, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendetwas verstecken würde im Saal und die Person hält mich nur und sie muss nur denken, nach links laufen, nach rechts laufen, nach links laufen. Und man kann das rausspüren und das dann finden. Das heißt, Sie fühlen sich also in Person auch in die Körper ein? Ja, also es ist ein 0-1. Also ich, ja, wie ein Flussdiagramm. Also ich geht es nach links, geht es nach rechts? Ja oder nein? Wie beim Lügen, ist gelogen oder nicht gelogen? Herr Heinemann, ja. Da müssen Sie ja eine Granate im Bett sein. Die Fragen, die man nicht beantwortet, oder? Ja, fällt mir gerade ein. Müssen andere fragen, Und mit verbundenen Augen. Ja. Das ist auch noch mit verbunden. 50 Shades of Grey, ja. Genau. Ja, aber ist es nicht so, dass es sogar besser ist? Ja, Augen, ist, also unabhängig jetzt vom Gucken. Also bei dem ist es zum Beispiel einfacher. Also ich mache auch, eben wenn ein Gegenstand versteckt ist und manchmal ich nicht so gut spüre, auch ohne Augenbinde, eben, dass ich manchmal einfach die Augen zumache, eben, dass ich dann mich kann man besser auf das konzentrieren kann. Ja. Also das war jetzt wirklich fantastisch. Und nochmal, wirklich, Marion Kracht, es war keine Rede davon, es soll irgendein Ding sein. Es war ganz überhaupt frei. Nicht, nein. Also es sollte nicht so Abstraktes sein, das wurde mir vorher gesagt, irgendwelche drei Striche oder was, sondern irgendein Gegenstand. Ein aber was erstaunlich ist, ist, dass es genauso auf dem anderen drauf sitzt, bis hin zu dem Auspuffwolken, die auch keinen Zentimeter länger gehen oder zurückbleiben und der Strich da drunter unter den Rädern und so weiter. Das ist Krabi. Also eindeutig Krabi. Eindeutig ein Krabi. Ja. Das war sehr überzeugend. Tobias Heinemann, ich bin beeindruckt, das muss ich sagen. Alles Gute für Sie. Danke. Vielen herzlichen Dank. Danke. Wir kommen heute zu außergewöhnlichen Dingen. Es gibt beispielsweise immer noch Fernsehereignisse außerhalb der Olympischen Spiele, außerhalb Fußball-Weltmeisterschaft, die einen wirklich beeindrucken, wo man sprachlos und gebannt davor sitzt. Ja. Und ich rede von einer Serie, einer Dokumentationsserie über unseren Planeten, die über eine längere Zeit entstanden ist. Grandiose Bilder, die man noch nie so gesehen hat. Hans Zimmer, der Hollywood-Komponist, hat es vertont. Und Axel Milberg hat es eingesprochen. Ich denke gerade gestern an die Berlinale, die eröffnet wurde. Der Eröffnungsfilm war ja ein Animationsfilm, Zeichentrick. Und ganz berühmte Schauspieler haben ihn gesprochen. Was ist denn der Reiz für einen Schauspieler, der normalerweise sichtbar ist und auch sichtbar sein möchte, nur seine Stimme zu geben und unsichtbar zu bleiben hinter dem, was gezeigt wird? Naja, es wird etwas Drittes daraus, an dem man natürlich seinen Anteil hat, einen prägenden Anteil. Ein animierter Hund bekommt durch die Stimme natürlich noch mal ganz klar einen Charakter. Also da waren die großen Hollywood-Stars da gestern, Jeff Goldblum und Tilda Swinton, die da in diesem Wes Anderson-Film Isle of Dogs gesprochen haben. Ich dachte, aha, zur Premiere der Biennale haben sie einen Zeichentrickfilm eingeladen in Berlin. Dann sparen sie
Geld, weil nicht so viele Leute kommen müssen, Schauspieler. Sie saßen alle da, 8 Superstars, die die Stimme gegeben haben. Und das war auch spannend. Ich habe den Film nicht verstanden. Das macht aber nichts. Andere haben ihn verstanden. Ich war zu blöd. Aber die einzelnen Figuren, spektakulär. Und bei dieser BBC-Geschichte, ich saß dann natürlich am Mikrofon und habe da meinen Timecode. Und es wäre geradezu unhöflich gewesen, wenn ich nicht öfters vergessen hätte, dass ich wieder dran bin. Weil das, was ich sah, was da alles passiert auf der Leinwand, unglaublich, hat man noch nicht gesehen. Also das ist jetzt fast zu klein, um es zu zeigen, aber es ist nun mal ein Fernsehformat, was ab kommenden Montag immer um 7:45 in der ARD gezeigt wird. Und wir gucken jetzt bitte mal ein paar von diesen unglaublichen Bildern an. Großartig. Herr Mehlberg, was ich mich gefragt habe beim Gucken, wieso lassen diese Fische die Kamera so nah an sich ran? Wieso hauen die nicht einfach ab? Dieser Fisch war besonders. Es ist ein Großzahnlippfisch. Man sieht das auch an diesen großen Zähnen. Irgendwo kommt auch der Satz, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wenn die sich dann auch vermehren und paaren. Und dieser Fisch, dem sie auch einen Spitznamen gegeben haben, ließ tatsächlich nach 4-5 Tagen der Annäherung das Team nahe an sich ran, die anderen nicht. Und die haben eine Woche an diesen Szenen gedreht. Wahnsinn. Das ist eine Kooperation, sollte man sagen, von BBC. Die sind dafür bekannt für diese phänomenalen Dokumentationen über die Tier- und Pflanzenwelt. Und WDR, muss man dazu sagen. Die haben das Ziel, tatsächlich nur Aufnahmen zu machen und zu zeigen, die man noch nicht gesehen hat. Sie wollen sich in keiner Minute wiederholen. Und sie haben, glaube ich, 5-6 Jahre daran gedreht, über 1000 Mitarbeiter weltweit, wenn man jetzt sozusagen jeden Produktionsfahrer noch dazu zählt. Das ist ein Aufwand. Und ich bin dann so 2 Tage im Studio, ja, und mische mich da sozusagen ein. Aber es gibt ja niemand, der sonst sich hinsetzen kann und sagen kann, ich stehe für diese Welt jetzt da. Die Taucher, die Produzenten, all die Mitarbeiter, denen diese Aufnahmen gelungen sind, die können in dem Maß jetzt nicht in Deutschland darüber Auskunft geben. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich gehört habe, dass sie gelegentlich einen fast zärtlichen Ton anschlagen. Sie sind so da drin und es ist überhaupt nicht distanziert, sondern es zeugt von einer sehr großen Nähe. Nun sind Sie ja sowieso ein Junge vom Meer. Ein Muschelschubser. Muschelschubser. Ja. Aber es hört sich an, als hätte sie das, was Sie da sehen und besprechen, berührt. Ich liebe es. Und selbst dieser kleine Ausschnitt, man muss aufpassen, dass man da nicht allzu sehr sozusagen blumig im wahrsten Sinne des Wortes mitschwimmt und dann nur noch herzchenförmige da losgurt und so weiter, sondern noch dem Zuschauer Informationen vermittelt. Das ist also eine große Gefahr, dass man ich liebe euch alle. Nein. Aber man muss ja Informationen vor allem. Aber die Texte sind so geschrieben und das ist auch eine Qualität der deutschen Übersetzung und des deutschen Produzenten und des WDR. Die Texte sind so geschrieben, dass man emotional lauter kleine Geschichten hat. Paarungen oder sagen wir mal Überlebensformen im Meer, wo die Fischart mit der Fischart zusammen jagt. Man denkt, die Schweinswale jagen die Delfine. Plötzlich bleiben die Tümmler sozusagen stehen. Die Bottlenose Dolphins heißen die im Englischen. Die bleiben stehen, da drehen sich um. Die schauen sich sozusagen an, stoßen Laute aus. Und diese aggressiven, sonst aggressiven Schweinswale
jagen dann zusammen mit den Delfinen. Also es ist wirklich, ja, man muss es wirklich gesehen haben. Es gibt Dinge, die man gar nicht für möglich gehalten hat. Ja, auch Fische. Die, also, ja. Ich möchte aber doch von Ihnen noch wissen, Ihr Verhältnis zum Meer. Sie kommen aus Kiel, haben Ihre Kindheit dort verbracht. Gab es in Ihrer Familie so gemeinsame Ausflüge ans Meer oder... Dauernd, immer. Also wir sind schon eine Outdoor-Familie. Meine Eltern haben uns drei Kinder immer mitgenommen, aber nicht nur ans Meer, auch über die Felder, in die Wälder. Und ich habe als 4-5-Jähriger tatsächlich am Ostseestrand Versteinerungen gesammelt. Belemniten, versteinerte Seeigel, Trilobiten, Orthoceren, wie das alles so kompliziert heißt. Als Kind, wenn du 4 Jahre alt bist, bist du ja auch schon von Natur aus näher am Boden. Ich habe das alles überall gesehen. Ich habe heute eine Sammlung von damals noch mit in so Zigarrenkisten, in kleine Streichholzschachteln und so weiter. Die Donnerkeile, Belemniten nennt man auch Donnerkeile. Und mache das heute noch, wenn ich in Kiel Tatort drehe, dass ich nach Drehschluss oft an Stränden stundenlang gehe und suche. Sagen Sie doch mal, wenn Sie so ein Junge vom Meer sind und jetzt auch als Tatortkommissar genau im Dorf wieder sind, wie sind Sie eigentlich so weit weg von zu Hause nach Ihrer Kindheit, die doch eigentlich ganz gut anfing, so und nach München, also weit weg vom Meer? Weil es in Kiel keine Schauspielschule gab und ich wollte doch Schauspieler werden. Aber es gibt doch in Hamburg eine. Ja, das war mir zu nahe. Ich wollte. Nein, weil das war sehr klug eigentlich von dem Abiturienten Axel Milberg in Kiel gedacht. Ich musste weg, damit, wenn die mich da jetzt schlecht behandeln und nicht nett zu mir sind, nicht am Wochenende wieder zu Hause sitze und sage, Mama, kannst du meine Wäsche waschen? Und ich mich da wieder in den Komfort so zurückfinde. Weil es eben, wie Sie sagen, eigentlich ganz schön angefangen hat, das Leben. Ja? Und da musste ich mich sozusagen neu erfinden, künstlich. Und da war sozusagen der Fensterplatz, ich sage von Dänemark nach Österreich eigentlich, der Fensterplatz von der Ostsee nach München, das war eine gute Entscheidung, dass da 1000 Kilometer dazwischen. Aber es war eine Akademikerfamilie, sind Akademiker gewesen oder sind Akademiker und Ihre Brüder, Ihre Geschwister sind auch nicht in künstlerischen Beruf. Waren Sie ein Außenseiter in der Familie? Nein, die Familie war eigentlich da doch erstaunlich locker. Wahrscheinlich, weil ich von Anfang an so komisch war. Die haben gar nicht hoffen dürfen, dass ich Rechtsanwalt werde oder Arzt wie meine Mutter oder Ärztin wie meine Mutter vielleicht auch. Nein, ich machte komische Sachen und meine Mutter sagte dann, der ist nicht von uns. Bleib dabei. Kenn ich. Kennst du, ne? Kenn ich gut, ja. Und das Tolle war, das Tolle war, das fand ich unheimlich schön. Das hat mich total gefreut, dass ich nicht von denen bin. Ja? Also, dass ihr irgendwie ein Alien so und sozusagen keine Geschichte habe. Also deswegen auch nicht so angebunden bin an irgendeine biografische Vorgabe. Und es war auch ein Grund, warum ich Schauspieler werden wollte, weil ich einfach dieses eine Leben in Kiel mir anmaßte, das war natürlich eine Anmaßung, überschauen zu können, wie das dann so weiterging im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und dachte, ich lebe ja nur einmal und dann splitter ich sozusagen mein Leben auf in viele Biografien. Das ist der Schauspielerberuf, das ist der Schauspielerberuf, dass man das auch kann. Ja, und dann war es aber lustig später, wie ich dann auch nicht mehr so am Theater war, sondern Film und Fernsehen machte, hat mir eine Zeit lang relativ häufig Anwaltsrollen angeboten. Kannst du da den Anwalt und da vielleicht den Staatsanwalt und da einen Richter, hier vielleicht einen Arzt? Und nachdem ich merkte, jetzt spiele ich ja lauter Sachen, wie mein Vater es eigentlich war, oder meine Mutter, irgendwie hängt das so in den Klamotten drin, ja, und rieche ich offensichtlich nach dieser Bürger, du schaust auch schon ganz angeekelt, so, habe ich gedacht, dafür bin ich ja nun nicht Schauspieler geworden, ja. Und habe dann eher etwas fremde Sachen unternommen. Na, immerhin jetzt 15 Jahre Tatortkommissar in Kiel. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Und da gab es ja auch mal eine Episode Jahre her, Borowski und das Meer. Ja. Da waren Sie ganz tief im Wasser. Oh, das war spektakulär. Das war ein Moment, wo ich tatsächlich vergaß, Schauspieler zu sein, weil
das las sich so nett im Drehbuch und da fand ich auch, war ich auch sehr einverstanden damit. Er steigt ins U-Boot und taucht ab in die Ostsee und findet dort auf dem Meeresgrund ein paar Gummistiefel. Ein Fangarm greift die Gummistiefel und bringt sie an das Mutterschiff. Soweit in zwei Zeilen rasch geschrieben und so weiter. Das Einsteigen aber in dieses Mini-Tauchboot. Und da war der Mord in der Bucht von Kopenhagen noch gar nicht passiert, der schreckliche. Dieses Einsteigen in einen so engen Flaschenhals mit einem Durchmesser von vielleicht 40 Zentimetern. Und nach mir ist dann der eingestiegen, der das Boot gebaut hat, konstruiert hat, als einziger manövrieren kann. Jetzt hockst du da so, der setzt sich neben dich und fängt an, sozusagen will jetzt das oben zuschrauben. Vor dir, ich gebe es zu, ein gewölbtes Glas, da schaust du dann in dieses trübe Ostseewasser, oder wir waren ja noch da auf Deck. So, und dann habe ich geguckt, jetzt schraubt er das so zu. Und dann dachte ich plötzlich, wenn dieser Mann, dieser fantastische Wissenschaftler neben mir ohnmächtig wird, wenn der eine Fischvergiftung zum Beispiel hat, von der er mir jetzt noch gar nichts erzählen mag. Er hatte einen Draht nach oben zum Schiff, wo seine Frau mit ihm sprechen konnte, aber nicht ich. Und dann brach auch dieser Kontakt noch ab. Dann habe ich gesagt, und draußen klopfte die Standfotografin und sah mein Gesicht und sagte, Axel, lächel mal, lächel mal. Ich sagte, ich muss noch mal raus. Dann habe ich mich wieder durch diesen engen Flaschenhals rausgewunden, bin unruhig 20 Minuten vor diesem Mini-Tauchboot, was noch den tückischen Namen Jago hat, auf unruhig hin und her gegangen und habe mich mental sozusagen programmiert, dass diese Platzangst für diesen lebenden Sarg, ja, dass das aufhört. Und ging's? Hä? Ging's? Es ging. Ich bin dann hineingeklettert, wurde verschraubt und ab. Und etwa 70 Minuten haben wir getaucht. Ich hatte auch noch gefragt, wie lange dauert es zwischen einem Panikanfall meinerseits und bis ich wieder draußen bin. Da sagte man mir ganz sachlich 30 Minuten etwa. Und das fand ich zu lang. Auch für den armen Mann, den ohnmächtigen Mann neben mir, seiner Fischvergiftung, wäre das zu lang gewesen. Ich hätte ihn, irgendwas hätte ich vielleicht Dummes gemacht. Weil, nein, die Ostsee hatte leichte Windstärken 4 bis 5, dass die Meeresoberfläche schwappte ein wenig. Ich hätte also nicht im Wasser oben aufmachen können. Wir hätten wieder über einen Haken an eine Seilwinde wären dann aufs Boot und dann hätte erst geöffnet werden können. Es hätte 30 Minuten gedauert. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, die ja, ich glaube, am 25. Februar gesendet wird. Auch wieder am Meer. Diesmal zum allerersten Mal ermitteln wir an der Nordsee auf einer sagenumwobenen Insel, Surhold. Und eine Windhose existiert dort, bedroht uns, Sturm. Müssen Sie in irgend so was Kleines unter Wasser? Nein. Nein, ich muss auch nicht mal über Wasser in was Kleines. ich ermittle alleine. Und es ist spektakulär. Es ist wirklich ein Melodram, eine Liebesgeschichte, eine Amour-Fou. Dramatisch, aber auch poetisch, ein Melodram. Also so viel habe ich über einen einzigen Tatort selten gehört, muss ich sagen. Axel Mellberg. Schön, dass Sie da sind. Das ist jetzt ein bisschen blöd, Martin Klempner. Sie sind im Grunde genommen bekannt. Sie haben die 1Live-Krone. Sie machen jahrelang Comedy. Und kein Mensch kennt sie. Ja, wunderbar. Das ist ja doch das Schönste für mich überhaupt, was man sich vorstellen kann. Denn Sie waren, was auch immer, Dennis aus Hürth. Den kennt man schon eher. Das ist der, in Anführungszeichen, Assi mit der Baseballkappe. Vielleicht können Sie sich mal als Dennis trotzdem eben kurz ins Gehör schießen. Ja, guten Tag, mein Name heißt Dennis, bin 21 Jahre alt. Ich arbeite gerne mit Menschen. So redet er normalerweise. Aber so rede ich meistens nicht, Gott sei Dank. Nee, jetzt so. Sie haben vorhin gesagt, als Axel Mellberg sagte, meine Eltern sagten, der ist nicht von uns. Ja. Da haben sie gesagt, wie bei mir. Das galt war bei mir genauso, ja. Wieso das denn? Was ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich komme so aus einer typischen Kölner Handwerkerfamilie. Da war der Weg eigentlich auch klar. Ne? Ich wurde also schon sehr früh mit auf Baustellen oder in die Autowerkstatt mitgenommen. Und da wurde mir auch ganz schnell erklärt, das ist ein Hammer. Damit kann man schlagen,
tun die Finger weg, sonst sind sie kaputt. So. Und deswegen, als ich dann so ein bisschen immer anfing, allein zu studieren oder sowas, dann haben sie das auch schon immer gesagt, so mit einem Augenzwinkern, wie der studiert jetzt Jura, der kann nicht von uns sein. Das ist genau das, was sie gar nicht wollten, zum Beispiel Jura studieren. Ne? Das hat, wieso denn jetzt gerade Jura? Ich weiß auch nicht, warum. Also mein bester Freund hat es auch gemacht. Ich habe mein Leben lang von ihm abgeschrieben in der Schule. Johannes, lieben Gruß, vielen Dank nochmal. Hab dadurch ein besseres Abitur gemacht als er. Oh. Das ist aber mein. Gerne. Also um einen Punkt. Und, ja. Ihr seid heute noch Freunde. Definitiv. Ist mein Anwalt. Also, wieso so schließt sich der Kleid. Wieso brauchen Sie jetzt schon einen Anwalt? Ach nee, also so kann man doch immer gebrauchen, oder? Ja, wenn man es so sagt. Ja, dann natürlich. So. Genau. Dieser Dennis, also was mir immer ein Rätsel ist, ehrlich gesagt, ist, ich denke an Cindy aus Marzahn. Mhm. Oder auch an Fakio Goethe. Oder eben Dennis aus Hürth. Dass die Leute sich kaputt lachen darüber, wenn man so einen, ich sage jetzt mal, Unterschichtston anschlägt. Haben Sie das selber verstanden? Wie kamen Sie denn auf Dennis? Ach, sag mal, ich würde das nicht so sehen. Ich würde nicht sagen Unterschichtston, ich würde sagen einen echten Ton. Weil das ist Sprache. Das ist, wie Leute sich unterhalten. Ja? Es ist auch wie eine Art Slang, ich würde es jetzt eher als Dialekt sehen, der auf der Zunge getragen wird. Also wenn ich jetzt vom Ur-Köln, also ich bin ein großer Dialekte-Fan, versuche immer wieder alle möglichen Dialekte, höre hier schon aufmerksam zu und den Kieler-Dialekt und so. Der ach so, was Heinemann als Mentalist sieht und aufnimmt und so, da sind Sie ja schon fixiert auf Dialekte. Ja, ja, genau, genau, so ist das bei mir so ein bisschen. Und nee, also da, das ist für mich ein Dialekt. Also das ist jetzt kein, also wie Sie das gerade sagten, Unterschichten-Slang oder so, sondern das ist für mich eine Art Dialekt. Aber da steckt aber auch was sehr Liebenswürdiges drin. Also ich bin ja selber ein großer Fan von Dennis. Ich mag den sehr gerne. Ist für mich ein guter Kumpel, den man jederzeit anrufen kann. Wo man aber auch froh ist, wenn er wieder gegangen ist. Mir sagte vorher, Jutta Schäfzig, sie hört so gerne das Kurpfälzische. Diesen Ton der Sprache, obwohl sie gar nicht von da ist, aber lange dort lebt. Was sind das für Begriffe, wo Sie sagen, das ist was ganz Schönes, was Sprache uns ja, da bietet? Es gibt so ganz bestimmte Ausdrücke. Oder auch das Hustegutzel zum Beispiel. Das was bitte? Das Hustegutzel, das ist ein Hustenbonbon. Hustenbonbon? Fast Schweizerdeutsch. Ja? Also ich mag das Kurpfälzische auch sehr. Ja. Speyer ist ja die Stadt, wo die Kaiser im Dom liegen. Da gibt es einen schönen Spruch. Wenn mir Speyerer die tote Kaiser nicht hätte, gäbe es bei uns gar kein Läwe. Ja. Zum Beispiel. Hätte ich gern als Tattoo, das ist gut. Ja, Martin, aber jetzt mal Handwerkerfamilie, die wollten ihn gleich klammern, das ist ein Hammer und du gehst irgendwann mal später entweder in der Autowerkstatt oder wohin auch immer. Da gab es aber Jura, war irgendwie nix, ja. Und ach doch. Es hat geklappt, sagen wir so. Also es war jetzt nicht, also meine Kommilitonen von damals, die werden sich jetzt totlachen, weil auch bei denen habe ich abgeschrieben. Aber es hat, es hätte doch wahrscheinlich geklappt, sagen wir mal so. Und dann kam aber, dann habe ich aber nebenbei aber auch immer schon ein bisschen gedreht. Und dann habe ich ein nettes Mädel kennengelernt, die war auf einer, die war in Essen auf der Volkwang Schauspielschule. Und die hat mir das mal so erzählt, was man da machen kann. Und sagte mir dann aber auch sofort, an der staatlichen Schauspielschule genommen zu werden. Das ist fast unmöglich. Wahnsinnig viele Bewerber und so. Und dann ja, war es bei mir ähnlich. Ich dachte, warum sollte ich es nicht einfach mal probieren? Ja, das habe ich von meinen Eltern immer mit auf den Weg bekommen. Mach einfach. Ne? Also im Prinzip ein Quereinsteiger. Ja, auf jeden Fall. Also nicht wie Marion Kracht, mit 5 Jahren zum ersten Mal die erste Rolle und dann so parallel zur Schule, was ich mir relativ anstrengend vorstelle. Ja, weil die Lehrer fanden das, glaube ich, nicht so richtig gut, dass ich oft nicht da war. Und die Mitschüler? Die fanden es eher cool, aber die Lehrer fanden es nicht so gut. Mhm. Also das war dann der richtige Zeit, ein bisschen zu warten oder so. Ja. Wie sind Sie denn auf den Dennis gekommen? Ach, ich weiß nicht, ich habe halt immer die Augen und Ohren offen gehabt. Ne? Außerdem bin ich ja selber großer Fan. Also ich bin groß geworden mit Dieter Hallervorden, mit Loriot, mit Harpe Kerkeling vor allen Dingen. Also das war so mein in den 80ern, 90ern. Die habe ich immer auf Kassette gehabt, habe ich immer zugehört. Und die hatten ja auch immer alle so Kunstfiguren gehabt. Und dann hatte ich die große Ehre, bei Switch Reloaded mitzumachen. Und da ist mir diese Figur einfach, die hat schon die ganze Zeit, war sie in meinem Hinterkopf. Und hab dann ja, das mit unter anderem
zur Bedingung gemacht. Ich habe gesagt, ich mache gern mit, aber nur, wenn ich deine Figur zeigen kann, die mir schon lange im Kopf ist. Und das klappte auch. Jetzt machen Sie was ganz anderes. Im Westdeutschen Rundfunk ein neues Format im WDR-Fernsehen. Ja. Das heißt Geheimniskrämer. Genau. Ja. Und es geht darum, dass man das Geheimnis von Prominenten herausfindet. Ja, ähnlich. Oh. Ähnlich, ja. Da kommt, ich hätte gerne seine Fähigkeiten. Komm doch mal vorbei. Ja, bitte, bitte. Sehr gerne. Ja, aber da muss man das ja rauskriegen. Was haben Sie denn für ein Geheimnis? Also ich glaube, mein größtes Geheimnis, das habe ich jetzt, ich bin ja jetzt nicht jemand, der so gerne Interviews gibt. Ich rede auch sehr, sehr ungern, das merke ich auch über diese Figur Dennis, weil ich zerstöre sie ja damit jetzt auch gleichzeitig. Also, und ich denke mal, das ist schon mal ein sehr großes Geheimnis, was ich jetzt preisgebe. Und andererseits, ich bin auch voller Macken. Also ich habe zum Beispiel eine Macke, die für die Sendung wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ich kann mir so gut wie keine Namen merken. Beate. Und das ist natürlich ist ja so eine Mischung aus Talkshow und Quiz-Sendung, die wir da geschaffen haben. Und es ist dann schon schlimm, wenn man eine große Schauspielerin dort sitzen hat in der Runde, die man auch natürlich kennt. Und dann will man sagen in die Runde, und es war, und ich habe da auch einen Knopf im Ohr, und der Redakteur schreit dann, Andrea, Andrea, Andrea. Das ist schon sehr unangenehm. Wieso überhaupt auch? Wieso überhaupt auch? Ich habe keinen Knopf im Ohr. Nein, nein, aber ich meine, okay, wenn Sie sagen, ich rede auch ungern eigentlich auch über mich, so klingt das ja. Ich bin nicht gerne prominent, dann haben Sie doch einen falschen Beruf. Wahrscheinlich, Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Nein, aber ich finde, das Tolle ja an dem Beruf ist, dass man, also ich bin ja eigentlich gelernter Schauspieler und mich hat da immer schon gestört, dass man da so festgelegt wird. Dass man, ne, man, entweder ist man zu dick oder zu dünn oder zu doof oder zu klug. Und das entscheiden dann andere Vereine. Und ich habe mir ab irgendeinem Punkt gesagt, ich warte jetzt nicht darauf, dass das Telefon klingelt, sondern ich mache jetzt einfach mal das, was ich gut finde. Entschuldigung, ja. So muss es ja nicht sein, dass man als Schauspieler festgelegt wird. Es kann ja auch sein, dass man... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es war aber sehr interessant. Einfach in den Raum wieder zurückgehen. Nein. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. In den Raum zurückgehen. In den Raum zurückgehen. Ja. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Dass man ein Leben lang bewertet wird, öffentlich beurteilt wird. Ja. Das reicht ja eigentlich schon. Das kann ja nun gar nicht anders sein, weil man ja in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Aber immer wird man beurteilt, bewertet. Ja. Gut, schlecht, langweilig. Bereichen, die einem in denen man zugelassen ist, das kommt ja auch noch dazu. Das heißt eben, ich sag jetzt mal als Tatortkommissar, so oder als was weiß ich Sonntagabend Schauspielerin oder was weiß ich. Man wird ja auch in eine Kiste gepackt und in der wird man dann beurteilt. Ne? Aber ich glaube trotz allem, dass Martin auch ganz gut fühlt. Ja, nee, also ich habe mit der, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, dass man jetzt bewertet wird, sondern mich hat jetzt eher gestört, weil ich wirklich unheimlich gerne spiele. Ich mache meinen Beruf für mein Leben gern. Also ich brenne da auch wirklich total. Also ist ja vor allen Dingen auch vielfältig. Wir zeigen mal einen kleinen Ausschnitt einer neuen Sendung, weil da machen Sie ja nun ganz was anderes, als Schauspieler die eine Rolle spielen würden. Genau. Wo ist es vielleicht auch eine Rolle? Aber gut, das ist aus der Premiere jetzt, aus der Sendung, und da geben Menschen ihr Geheimnispreis. Einer von euch hat mal an einem Flughafen in den USA den Anweisungen des Sicherheitspersonals nicht Folge geleistet und ist dann wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt im Knast gelandet. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Wessen Tierliebe geht über den Tod hinaus? Was denkt ihr? Wer von euch verlor seine Unschuld mit ungefähr 16 auf einer Party? Mit einer 10 Jahre älteren Person. Und nachher gab es Applaus von den anderen Partygästen. Applaus, alter Schwede. Und bitte setzt jetzt. Hör mal, hab ich das großartig gespielt. Und wie, denn es ist Harold. Und in Wirklichkeit ist es halt gut. Du hast recht. Ja. Gut. Nein. Aber es war Mareike Amado. Yes. Yes. Sehr schön. Ja, Geheimniskrämer. Martin, ja. War da Alkohol im Spiel?
Kann sein, dass da ein bisschen Alkohol im Spiel war. Aber es war keine Voraussetzung, sagen wir so. Es geht los sonntags im WDR-Fernsehen auch, sozusagen als Nachfolge von Zimmerfrei. Und wir drücken die Daumen. Ja, ich freue mich drauf. 22.15 Uhr. In diesem Sinne, Martin, ich freue mich, dass Sie da waren. Martin Klemmnow. Vielen Dank. Marion Krachte sind eine Frau, die sehr bewusst lebt, die ganz klare Prinzipien hat, die offen ihre Meinung sagt, die auch 1000 Jahre schon vegetarisch lebt, fast vegan lebt. Machen Sie Fastenzeit? Fastenzeit? Mhm. Das kommt jetzt drauf an. Also sprich kein Alkohol, kein Zucker oder wie? Das kommt drauf an, ja, das definiert. Mache ich jetzt gerade. Mhm. Ach auch? Tatsächlich. Seit Aschermittwoch? Mein Aschermittwoch war schon ein bisschen früher. Also vor 4 Wochen. Einfach aus praktischen Gründen, weil ich in Essen Theater gespielt habe. Und wenn man eine Familie hat und kocht und macht und tut, dann ist es immer etwas schwieriger. Allein ist das einfacher. Ach, ich dachte schon, ich wollte mal fragen, weil wir haben ja auch schon Mittwoch hinter uns gebracht. Wer macht eigentlich heutzutage noch eine Fastenzeit? Das machen nämlich relativ viele Leute. Herr Knopp? Keine Süßigkeiten, aber ein Wein schon. Genau, evangelisch, da muss man das nicht so ernst nehmen. Ja, stimmt. Ist ja auch Obst. Ja, sehr Obst im weitesten. Die Katholen beichen doch. Verstehst du, machen Sie Fastenzeit? Nein. Ach, guck mal hier. Ich bin konfessionslos und ich mache sowas nicht. Herr Milberg, machen Sie das? Nächste Frage, bitte. Na gut, das ist, tut jedenfalls gut. Aber es bringt mich zu der Frage, zu der nächsten, nämlich, Sie sind so berufstätig, so aktiv, seit vielen, vielen Jahren, wenn ich jetzt sage 50-jähriges Bühnenjubiläum und es ist ein Schauspieljubiläum, ist es nicht uncharmant, sondern Sie haben mit Kinderarbeiterin ja angefangen. Als Kinder, genau, volle Kinderarbeit. Mit 5 Jahren, habe ich ja eben schon mal gesagt, haben Sie angefangen. Aber wenn man 2 Kinder hat, verheiratet ist, der Mann ist berufstätig, Sie sind erfolgreiche Schauspielerin, prominent logischerweise dann dazu. Was muss man eigentlich tun, damit so ein Konstrukt funktioniert über viele Jahre? Und bei Ihnen sind es schon 20. Gute Nerven haben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und viel Energie und natürlich in dem Fall jetzt, wenn man Kinder hat, auch einen guten Partner, der einfach mitspielt. Also der die Verantwortung, 50% dazu beigetragen zu haben, dass diese Kinder existieren, auch sozusagen auch was dafür tut dann. Wenn Sie da sind. Das ist toll. Dann haben Sie das geschafft, was viele, viele Frauen sich wünschen, was sie sich vornehmen, was so oft leider nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum Sie jetzt lachen. Ja. Genau. Ja, ich meine, also wenn ich da bin, übernehme ich das. Das Lustige ist ja, das ist immer so eine Frage, wie die Wahrnehmung ist. Also oft kommen dann gerade Frauenzeitschriften auf mich zu und sagen sie, wie machen Sie das eigentlich mit Ihrem Haushalt und Ihren Kindern? Und da sage ich, stellen Sie diese Frage männlichen Kollegen auch? Ich sage, dann beantworte ich es Ihnen nicht. Weil das ist ja, das kommt ja schon darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Also wie man in diesen Wald hineinruft. Und da ist einfach die Frage, wenn wir einfach voraussetzen, dass das so ist, ja, und einfach sagen, wie, das weicht ab von dem, was eigentlich sein sollte, dann kann man die Frage stellen, aber nicht umgekehrt, finde ich. Und ja, ich habe einen modernen Mann und ehrlich gesagt hat er auch ein super Verhältnis zu den Kindern, einfach genau deswegen. Aber dazu kommt, sie sind prominent. Das heißt, er hat automatisch eher die Rolle dahinter. Ja, nicht die Rolle davor. Ich denke, das ist sicherlich für Männer in unserer Gesellschaft eher schwierig, weil er früher auch oft als Herr Kracht angesprochen wurde. Er heißt gar nicht Kracht. Und das ist sicherlich für ihn auch nicht so witzig gewesen manchmal. Das fiel mir nämlich deshalb auf, weil ich das Buch von Guido Knopp gelesen habe. In einem Kapitel geht um blaues Blut. Wir haben ja relativ viele Königinnen in Europa. Genau. Und die Männer sind ja auch in einer dramatisch zweiten Rolle als Prinzgemahl. Ja, Henrik zum Beispiel, Philipp, der hat es gut gemacht. Henrik nicht so glücklich gewesen und ist eher gestorben. Und er wollte ja, dass seine Asche im Meer verstreut wird, wollte nichts mit Dänemark zu tun haben. Aber die Königin hat verfügt, die Hälfte bleibt in Dänemark und die andere Hälfte über dem Meer verstreut. Oh, da sage ich nur, wie gut, dass der Mann verbrannt worden ist. Ja. Ja. Nun, ja. Das muss man ja auch mal sehen. Aber Tatsache ist es in unserer Zeit immer noch, dass es vielen Männern doch schwerfällt, sozusagen die etwas unscheinbarere Rolle einzunehmen. Also ich denke, da ist auch ein großer Wandel. Heutzutage wird das, also heutzutage sage ich jetzt mal, bei 20-Jährigen wird das vielleicht nicht mehr so sein. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich haben Sie auch Ihre Söhne so erzogen.
Ja, klar. Natürlich. Also mein einer Sohn kann sehr gut kochen und ich glaube, die sind da sehr modern erzogen worden, auch in der, dass es Gleichberechtigung gibt und ich denke ja. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit Ihre Hochzeitsreise sozusagen, ich weiß gar nicht, ob nachgeholt oder nochmal gemacht? Die erste gemacht, sozusagen nach 20 Jahren. Also wir sind irgendwie nie dazu gekommen. Damals haben wir es verpasst und dann haben wir gedacht, jetzt nach 20 Jahren wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und dann direkt mit den inzwischen schon großen Kindern? Genau, die haben wir dann mitgenommen. Das ist ja normal nicht so üblich bei der Olika, auch das? Ja. Träumen vielleicht auch viele von, aber die sind auch mittlerweile schon groß, so ist es ja nun mal nicht. Ja. Das war eine Reise durch Südafrika, das fand ich irgendwie toll und durch den halben Kontinent. Ja, Afrika, fantastisch, mit einem Zug, das war ein Traum. Das war wirklich eine Traumreise. Sie sind wahnsinnig fleißig, Sie haben gerade lange Theater gespielt in Essen, Sie haben, ich weiß nicht, hunderte von Rollen in Ihrem Leben gespielt, aber haben Sie eigentlich immer Fernweh? Ja. Ich habe immer Fernweh und deswegen reise ich privat super gerne, dann beruflich natürlich, wenn sich das ergibt, wobei dann manchmal auch so Dinge auf einen zukommen, die man nicht unbedingt haben will, aber wie so Fahrten ins tiefe Meer, aber und privat und dann natürlich auch, weil ich bei Plan International im Kuratorium bin, also ich habe eben zum Beispiel im September auch mein Patenkind besucht in Guatemala. Und das ist dann, ich meine, das stellt man sich toll vor, das sind dann 5 Tage, die sowas von vollgepackt sind, dass man wirklich denkt, Hilfe, wo bin ich eigentlich? Aber es ist trotzdem interessant. Das machen Sie seit vielen Jahren auch ganz bewusst neben Ihrer beruflichen Aktivität. Und wir haben ein paar Szenen, die sehr bewegend sind. Oh. Muchas gracias. Oh. Bienvenida, Marion. ¿Y tú? Manuel. Manuel. Yeah. Okay, you get really muscles here. Marion Kraft für Plan unterwegs. Mit Sohn. Mit ihrem Sohn, der sie genauso da unterstützt und auch schon ein eigenes Patenkind hat. Das habe ich. Ihr Sohn. Mein Sohn hatte mit der Schulklasse ein Patenkind. Ja, und genau. Er ist mitgefahren und hat die Aufnahmen gemacht, ja. Weil er ist ein YouTuber und stolze Mutter. Dann hat sich das quasi angeboten, dass er dort auch filmt, ja. Eine Frage kann ich mir jetzt doch nicht verkneifen. Gestern war die Berlinale-Öffnung. Sie sind so lange im Geschäft und es wird in vielen Ländern diskutiert über MeToo. Es wird sehr unterschiedlich diskutiert über MeToo, über diese Bewegung, muss man sagen, die nur durch das Netz so entstehen konnte und so Fahrt aufgenommen hat. Wie stehen Sie dazu? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Ich finde es sehr gut, dass das jetzt endlich thematisiert wird. Ehrlich gesagt hätte das schon viel früher stattfinden müssen. Wobei das ja nicht nur in unserer Branche ist, sondern ich denke, ja, in vielen, vielen anderen Berufen oder allgemein in unserer Gesellschaft ein Thema ist. Es ist schade, dass Frauen lange nicht den Mut gehabt haben, sich zu äußern. Und was ich schwierig finde, ist, dass sich jetzt natürlich ganz vieles mit hineinmischt. Also bis hin wie, er hat die Hand auf mein Bein gelegt oder mich mal so angefangen. Also da tut man denen, die wirklich also Übergriffe erfahren haben, ein bisschen Unrecht, finde ich. Weil das gehört für mich nicht in einen Topf. Aber gerade in Deutschland gibt es ja nur einen sehr prominenten Fall. Und da wussten es alle. Da wussten es alle, dass der sehr massiv tätig ist und für Frauen die Situation schwierig ist. Und ich selber habe auch durchaus Situationen erlebt, die man nicht erleben muss. Und was glauben Sie, warum ist es so, dass das im Grunde genommen, wir bleiben mal im Bereich Fernsehen, also im Bereich Schauspiel, warum das überhaupt möglich war und nicht geahndet oder unterbunden wurde? Ja, na gut, in unserem Beruf ist es natürlich deswegen auch schwierig, weil wir mit Emotionen arbeiten, mit Nähe arbeiten, also mit Kollegen ganz nah sind, Liebesszenen haben, mit dem Regisseur auf einer bestimmten Ebene über Emotionen arbeiten müssen und so. Und da ist das natürlich, und dann natürlich das Machtgefüge da ist. Sagt er ja, dass ich die Rolle kriege, sagt er nein, oh Gott, dann habe ich nichts zu tun. All diese Dinge spielen da natürlich mit, ja, ganz besonders.
Und dadurch ist das natürlich ein sehr offenes Feld dafür gewesen, für diese Art von Übergriffen. Wenn Sie Ihren Beruf angucken, hat sich das etwas entschärft, dass Frauen, die älter werden, große Probleme haben, überhaupt noch eine Rolle zu kriegen? Naja, gut, das ist jetzt quasi, ich denke, dass es jüngeren Frauen heutzutage nicht mehr so passiert, diese Dinge, jetzt, was die Übergriffe angeht. Also da hat sich da schon sehr viel getan. Und natürlich ist das Thema nach wie vor, also wie ist das Frauenbild, ne, was gibt es für Frauenrollen etc. Und da braucht man ja nur den Fernseher anmachen. Frauen von, ich sag jetzt mal, ab 50 sind nicht mehr, es gibt bestimmte Kommissarinnen, aber ansonsten gibt es nicht viele. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die meisten Zuschauerinnen in diesem Alter sind, ist es doch merkwürdig, dass es aber nicht sehr viele Rollen dafür gibt. Aber es wachsen doch Drehbuchautorinnen nach. Früher war es ja männlich besetzt weitgehend, aber es gibt doch jetzt viele Frauen, die auch schreiben und die müssen doch eigentlich auch anders schreiben und anders ticken. Ja gut, aber es gibt sehr, also im Verhältnis gibt es meistens Männer, die schreiben und auch meistens Regisseure. Es gibt ja, wenn man bedenkt, Abgänger von der Filmhochschule sind ja 50-50, Frauen, Männer, also Regie. Aber wenn man es jetzt anschaut, ich weiß nicht mit wie vielen Regisseurinnen du gearbeitet hast, ich habe nicht mit sehr vielen gearbeitet. Also die kann ich an einer Hand abzählen. Da ist das Verhältnis nach wie vor in einer Schräglage. Und natürlich müssen mehr Frauen schreiben, damit auch mehr Frauenfiguren geschrieben werden. Wobei das natürlich nicht stimmt. Ich meine, ein Mann kann auch tolle Frauenfiguren schreiben. Ja? Aber erstmal denkt er wahrscheinlich mehr an seine Figuren. Und auch die ganzen Krimis, natürlich, die ganzen, das sind meistens Männer natürlich, die Verbrechen begehen und so. Da gibt es natürlich dann mehr Männerrollen. Ja, es ist ja auch die Redaktion, die den Auftrag gibt. Es ist ja der Autor nicht, der losschreibt, so wie er das möchte, sondern der einen Auftrag, einen Buchauftrag bekommt. Ja. Und da sagt dann die Redaktion doch meistens schon, ja, aber jetzt nicht eine Miss Marple hier, sondern schon irgendwie ja. So was Resches, gell? Ja, schon genau. Das Auge ist mit. Das gell? Auge ist mit, genau. Also, bei den Frauen zumindest. Das war ein sehr, sehr schöner Satz, das Auge ist mit, was Schauspieler angeht. Ja, oder so an der Küste sagt man, das Auge isst man mit, wenn man Fisch auf dem Tisch hat. Variiert man das ein bisschen. Was wünschen Sie sich für die nächste Zeit in Ihrem Beruf? Was möchte ich? Was wünschen Sie sich für die nächste Zeit in Ihrem Beruf? Also ich denke, dass sich da was verändern muss, was eben Frauen, interessante Frauenrollen angehen. Also das ist schon noch ein bisschen Mangelware. Nicht auf der Bühne. Ich habe, also gerade ich spiele zum Beispiel sehr gerne Komödien und da hat sich was total verändert, weil früher waren die Frauen die Zuträger für die Gags der Männer und gerade französische Autoren haben jetzt unglaublich tolle Frauenfiguren geschrieben. Deswegen, ich spiele auch sehr viel Theater, aber im Fernsehen oder im Film kann sich da noch eine ganze Menge tun und da sind einfach dann auch die Solidarität unter Frauen ist da gefragt, weil es gibt nämlich auch dieses berühmte Bienenköniginnen-Syndrom, ja, dass wenn Frauen in eine bestimmte Position gekommen sind, dass sie alle anderen sozusagen, dass sie froh sind, dass sie da sind und in der Männerwelt und da fordere ich auch einfach, hoffe ich, dass auf die Solidarität unter Frauen. Das hoffe ich auch, aber es gibt es natürlich auch bei Männern. Wir gucken nur in die Politik. Ja. Marion Kraft, danke, dass Sie da sind. Alles Gute für Sie. Guido Knopp wurde ja mal Mr. History genannt. Sie waren ja sozusagen als Geschichtslehrer der Fernsehnation über Jahrzehnte tätig, mit riesigem Erfolg. Sie haben der Fernsehnation Geschichte einfach näher gebracht. Sie als Historiker, haben Sie sich irgendwann mal in der Beurteilung oder in der Mutmaßung über geschichtliche Prozesse mal so richtig vertan? Oder hätten Sie irgendwas gar nicht für möglich gehalten, was passiert ist? Also ich sag mal, ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als wir Deutsche mit der Sowjetunion so wirklich fast schon in der romantischen Beziehung waren und alles möglich war. Wir haben ja gemeinsame Doku-Serien gemacht mit dem sowjetischen Fernsehen. Wir haben gemeinsame Diskussionen gemacht, die zur gleichen Zeit in Deutschland und Russland gesendet worden sind. Muss man sich mal vorstellen heute. Hätte ich mir in dieser Aufbruchzeit nie vorstellen können, dass sich das irgendwann mal ändert. Heute unter Putin
völlig undenkbar, völlig unmöglich. Also wir waren schon mal sehr viel weiter im deutsch-russischen Verhältnis politisch, auch im Fernsehen ganz konkret. Und das tut mir ein bisschen weh. Ja, das hätte man so wahrscheinlich auch nicht erwartet, weil man ja naiv genug ist zu glauben, Geschichte entwickelt sich vorwärts, aber Geschichte entwickelt sich eben auch rückwärts. Das tut es. Man kann es hoffen und es war eine wunderbare Zeit des Aufbruchs, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, die historisch gesehen, ja, die tollste Zeit meines beruflichen Lebens in jeglicher Beziehung, was man da alles gemacht hat. Aber es hat sich mittlerweile doch ganz anders entwickelt, ja, muss man leider sagen. Sie sind als Akademiker im Fernsehen berühmt geworden, muss man sagen. Dabei muss man, wenn man Ihre Autobiografie liest, auch feststellen, so akademisch sah es anfangs nicht gut aus. Sie sind ja sowas von durchs Abitur gerasselt. Ja. Wie konnte das passieren? Ja, ich war ein fauler Sack und ich habe beispielsweise nicht darauf geachtet, dass man, ich musste ins Mündliche, in Physik, Chemie, Biologie, das nannte man Naturwissenschaften, stand auf 4,5, da muss man ins Mündliche, habe mich nicht vorbereitet, sträflicherweise kriegte eine 6. Rrt, Ehrenrunde hieß das, meine Mutter war außer Sicht, eine Schande. Und da ich damals ganz gut Cello spielte, hätte ich eigentlich als Cellist bei der Abiturfeier, als Solo-Cellist wirken sollen. Ja? Das hätte mir gerade noch gefehlt. Die anderen kriegen ihr Abiturzeugnis und ich spiele dazu Cello. Ich habe mich verweigert, wurde in absentia vom Direktor natürlich diffamiert. Und man war ja stolz, ich wiederholte das ja nicht in der alten Schule, ging ins Fränkische nach Neustadt an der Aisch, völlig neu, habe da gelernt, 1,4. Und das ist der Gag, ich habe mich bei der Bundeswehr nachmustern lassen. Ich hatte gedacht, wenn ich schon ein Jahr vergeudet habe, lasse ich mich mal nachmustern. Und es war ein Geheimtipp. Man sagte mir, iss 5 Matjes-Heringe, trink 7 Tassen Kaffee bei Tschibo, Matjes-Heringe bei der Nordsee nebenan und dann geht zur Musterung. Und Das habe ich gemacht. Und als der Musterungsarzt dann fragte, wo sind Sie in Behandlung, dann war die Sache eigentlich schon geklärt. Man sieht, dass auch aus etwas Schlechtem etwas Gutes werden kann. Ich fasse mal kurz zusammen. Sie sind übrigens, wie ich gelesen habe, Sie haben auch versucht zu schummeln. Martin, er hat auch, aber er war nicht so gut wie Sie. Ja. Moment, der Platon. Ja, der Platon. Also wir wussten alle, dass im Abitur Platon drankommt, in Griechisch, Altgriechisch, ja, Abitur gemacht. Und was mache ich? Ich besorge mir die gesammelten deutschen Texte der Platon-Gesamtausgabe, 14 Bände, deponiere sie in den verwinkelten Toiletten des humanistischen Gymnasiums zu Aschaffenburg. Und als dann die Prüfung anstand, habe ich mich nach gefühlten 20 Minuten zum Toilettengang ordnungsgemäß angemeldet. Um mal eben die 14 Bände durchzugehen. Man ahnte, ja, ich wusste schon, in welchem Band. Das Problem war nur, die Übersetzung war äußerst frei und nützte nur bedingt. Also heraus kam eine 3, nicht glänzend, aber immerhin okay. Immerhin. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ja? Abitur gerasselt, den Auftritt als Cellist sozusagen geschwänzt, bei der Nachmusterung schwer geschummelt nach dem Trick, der funktioniert hat. Oh. Dann waren Sie Reiseführer, ja. Auch wieder so eine Aufschneidernummer. Na ja, das kann man nun nicht sagen. Nein, 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 nein. Ich habe irgendwann mal eine Reise leiten müssen in der Studentenzeit, Italien, Rom. Das war so eine Reise, bei der es entweder zur Hälfte Pilger gab, die einmal im Leben den Papst sehen wollen, und zur anderen Hälfte waren das pensionierte Oberstudienräte, die sich den Winter über vorbereitet hatten und die alles besser wussten als man selber. Und als ich dann die erste Etappe Venedig, und da fragte ich in meiner Zentrale, wer ist denn nun der örtliche Führer, der durch den Dogenpalast mit den Gemälden führt? Wir haben keinen örtlichen Führer, das machen Sie. Noch nie im Dogenpalast gewesen, ja, hatte nur einen dünnen Polyglott. Und als ich dann meine Schäflein um mich versammelte und von außen die Laute, ist das eine deutsche Führung, können wir uns anschließen? Also es war ein furchtbares Erlebnis.
Und anschließend kaufte ich mir alle Kunstführer, die vorhanden waren, und beabsichtigte sozusagen dann auf der Basis dieser Texte. Es war schrecklich, und anschließend konzentrierte ich mich auf Badereisen. Da hatte man zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags eine Sprechstunde, und das war's dann. Das war angenehm. Das war schon sehr praktisch gedacht und sehr klug durchgezogen, muss man dazu sagen. Aber was ich wirklich faszinierend fand, Sie haben 68 Ihr Studium begonnen in Frankfurt. Ja. Das war die Hochburg der Studentenbewegung, neben Berlin natürlich. Ja. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich so außen vor. Ja, ich war natürlich kein waschechter 68er, weil ich wohnte ja damals noch in Aschaffenburg. Ich hatte eine Freundin im Spessart, und da wollte man in der Nähe bleiben. Man fuhr mit dem Zug und abends zurück. Und da hatte man nicht die Möglichkeit, sich so zu sozialisieren, wie es beispielsweise Daniel Cohn-Bendit möglich war, der ja mit dem frischen Ruhm des Pariser Mai nach Frankfurt kam. Nein, ich wurde aber Zeitzeuge. Ich habe beispielsweise die berühmte letzte Vorlesung von Theodor Adorno erlebt, als plötzlich drei Studentinnen des SDS auf die Bühne stürmten, sich ihrer schwarzen Lederjacken entledigten. Darunter waren sie oberhalb des Nabels nackt, denn damals war man ja, galt man als Reaktionär, wenn man Büstenhalter trug in studentischen Kreisen. Und sie umtanzten den Professor Adorno, ein berühmter Mann, und sangen ein revolutionäres Lied. Der dachte, sie würden ihn irgendwie angreifen, und versuchte, sich dieser sexwippenden Busen zu erwehren, die für ihn auf Augenhöhe waren. Er war recht klein mit der Aktentasche, was ihm natürlich nicht gelingen konnte. Und der Hörsaal lachte ein homerisches Gelächter. Aber sie lachten nicht über ihn, über Adorno, sondern über das Bild, das sich ihnen bot. Er aber dachte, sie lachen über ihn, sie verhöhnen ihn, sie lachen ihn aus. Und es war irgendwie tragisch. Und ich stand ganz nah, und er ließ die Aktentasche sinken, und Tränen. Es war eine tragische Geschichte. Adorno ist fluchtartig heraus. Weil ein Assistent kam, zog ihn fort. Er kam nie mehr an die Uni, ist ein halbes Jahr später gestorben. Nicht deswegen, er hatte einen Herzinfarkt. Und es war ein Missverständnis. Er war ganz klar angeschlagen. Also er war angeschlagen. Die Studentinnen wollten ein Happening veranstalten, was ja damals angesagt war, jugendbewegt. Aber er, ein Emigrant aus Hitler-Deutschland, fühlte sich verhöhnt, verspottet. Bedemütigt, ja. Und es war ein Missverständnis aus der Klasse. Und solche Erlebnisse gehörten auch zu Frankfurt 68. Dass Sie aber dann auch fluchtartig verlassen haben, Sie gingen dann von Frankfurt, der Hochburg der Studentenbewegung, nach Würzburg. Da war alles anders. 68. Das war schon 1970. Da war alles anders. Der Höhepunkt der Studentenbewegung war ein eingeschlagenes Fenster im Rektorat. Und ich heuerte bei einer Wirtin an, die zwei Zimmer vermietete. Eines hatte ich, das andere hatte ein Herr Müller aus der Rhön, und der war ein absolutes Musterexemplar. Der Herr Müller raucht nicht, sagt meine Wirtin. Der Herr Müller trinkt nicht. Der Herr Müller macht vor allem keinen Lärm. Ein absolutes Musterexemplar. Und als ich dann trotzdem wagte, meine damalige Freundin mal mit aufs Zimmer zu nehmen, wir bemühten uns, leise zu sein, und am nächsten Morgen schlichen wir uns aus dem Haus und dachten schon, es ist gelungen. Da hörte ich plötzlich in der Sprechanlage hinter mir eine Stimme: Herr Knopp, glauben Sie nicht, ich hätte nicht gehört, was heute Nacht geschehen ist. Wir sprechen uns noch. Naja, und am Abend hielt sie mir dann einen Vortrag, dass sie sich selber strafbar gemacht hat, schuldig gemacht hat, weil es gab ja noch den berühmten Kuppelparagraphen, nachdem jeder strafbar ist, der ein unverheiratetes Paar unter seinem Dach übernachten lässt. Also das Ganze wurde alsbald unter Willy Brandts Regierung abgeschafft, aber galt damals noch. Ich ging danach in ein Studentenwohnheim, wo die allgemeine Unzucht stillschweigend geduldet wurde. Wobei ich mich gefragt habe, nach Ihren Anfängen, waren Sie jetzt eigentlich zu der Zeit ein junger Wilder oder eher, ja, schon ein Ziel im Auge habend? Also ich mochte immer gerne Geschichte. Ich hatte einen tollen Geschichtslehrer gehabt, im Gegensatz zu vielen meiner Generation. Wild war ich vielleicht im privaten Bereich und in Sachen Musik, ja.
Aber ich wollte immer Geschichte studieren, habe das ja auch gemacht. Und hatte natürlich nicht das Ziel im Auge dessen, was dann später draus geworden ist. Das konnte man nicht haben. Ich hätte genauso gut mir vorstellen können, dass ich mal, ich wollte immer zum Fernsehen, das ist richtig, ja, aber ich wollte erst Printmedien machen, was ich gemacht habe. Welt am Sonntag war ich Auslandschef, FAZ und dann erst zum ZDF. Aber ich hätte mir genauso gut vorstellen können, so einen netten Korrespondentenposten in Rom, wo man ja gut essen kann, aber daraus ist nichts geworden. Und so habe ich dann Geschichte im ZDF gemacht. Ja, also es war, Sie haben die schönen Seiten des Lebens auch sehr beschrieben in Ihrer Autobiografie. Und Sie beginnen mit einem Loblied auf Ihre Frau und Sie enden mit einem Loblied auf Ihre Frau. Und sagen zum Schluss dieses beschriebenen Lebens, dass Ihre Frau einen besseren Menschen aus Ihnen gemacht hat. Das hat sie zweifellos gemacht, ja. Sie hat einen stabilisierenden Eindruck auf mich gehabt. Und und ich denke mal, wechselseitige Liebe macht aus beiden vielleicht glücklichere und damit bessere Menschen. Aber sagen Sie mir noch mal, Herr Knopp, was Ihre Frau sozusagen bei Ihnen eingestellt hat, dass Sie wirklich sagen, ich bin ein anderer Mensch letztlich auch geworden. Besser ist ja auch anders. Naja, ich bin weniger egozentrisch geworden, weniger egoistisch geworden. Ich bin, denke ich, durch sie auch familiärer geworden. Und ich denke, Familie ist dadurch die Keimzelle von allem. Sie wird oft angegriffen und sie wird oft manchmal ja auch verhöhnt. Aber Familie ist das Zentrale. Wir versuchen, unsere Familie zu leben. Unsere Tochter studiert in Mannheim, BWL, unser Sohn studiert in Passau Jura und trotzdem sind wir, so oft es geht, doch zusammen und sind Familie. Viele Grüße an die Familie. Guido Knopp, danke, dass Sie hier sind. Im folgenden Gespräch, meine Damen und Herren, geht es um eine wahre Geschichte, die eigentlich schon lange zurückliegt, die aber trotzdem fortwirkt. Es geht um Schweigen. Und das ist ein Phänomen, das wir, glaube ich, alle kennen. Jutta Schewczek, Sie haben erst, als Ihr Vater lange tot war, erfahren, dass er etwas war, was man schon einen Helden nennen kann, der viele Menschen im sogenannten Dritten Reich das Leben gerettet hat. Mhm. Ich muss ein bisschen korrigieren. Ich wusste es. Ich wusste nur nicht das Ausmaß. Das wusste ich nicht. Ich war auch nicht ganz sicher, ob es immer die Wahrheit war. Und da kommt der Punkt. Ja. Wie traurig sind Sie denn darüber, dass Sie mit ihm selber darüber nie offen sprechen konnten? Sehr, sehr traurig. Ich konnte mit ihm schon sprechen, aber er hat mir immer vermittelt, dass seine Erlebnisse so schwerwiegend schrecklich gewesen sind, dass er mich schützen müsse. Mhm. Er dürfe mir nicht die Wahrheit sagen. Er wollte mich nicht damit belasten. Aber ich war sehr neugierig. Also ich habe natürlich versucht, ich muss dazu sagen, ich bin einziges Kind gewesen. Und so Einzelkinder, die horchen natürlich immer so, was die Erwachsenen sprechen. Und machen sich auch ihren eigenen Reim, wenn sie denn nicht sehr persönlich mal die Wahrheit gesagt bekommen. Oder das Gefühl haben, die Wahrheit gesagt zu bekommen. Und ich habe mir dann eben so meinen eigenen Reim drauf gemacht. Mein Vater war sehr zurückhaltend mit seinen Äußerungen. Sie sind Jahrgang, ich glaube 46. Ich bin 46 geboren. Das heißt, Sie sind auch in den 50er Jahren, die tatsächlich ein verschwiegenes Jahrzehnt gewesen sind, aufgewachsen. Ja. Wie oft haben Sie denn Ihre Eltern mit den Fragen behelligt und gesagt, nun erzählt doch mal. Ja, ich habe immer mal einen Anlass genommen. Also bei mir begann das bereits im Alter von 9 Jahren. Das war der erste Urlaub, den meine Mutter und ich gemacht haben mit Bekannten nach Holland. Und wir waren dort an einer Straßenbahnhaltestelle und haben uns auf Deutsch unterhalten. Plötzlich kam eine Frau auf uns zu, die offensichtlich sehr aufgeregt war und schrie uns an, ihr habt kleine Kinder vergast. Ich war 9 Jahre alt. Ich war sehr erschrocken darüber. Ich fragte natürlich meine Mutter, was soll das? Was sagt, die Frau ist nicht normal. Das war ihre Antwort. Die ist krank. Und damit musste ich erstmal, meine Mutter war sehr rigide oft, und ich musste erstmal meine Fragen aufheben. Das konnte ich mit ihr nicht besprechen, das wusste ich damals schon. Als wir zu Hause waren, habe ich meinen Vater gefragt, und mein Vater hat zu mir gesagt, das ist die Wahrheit.
ja, habe ich gesagt, wie kannst du mir das erklären? Und dann hat er gesagt, ich kann es ja nicht erklären. Es ist so schlimm gewesen und so traurig und so fürchterlich. Und jetzt kann ich dir noch nicht sagen, du musst älter dafür werden. Mit 11 Jahren bekam ich das Tagebuch der Anne Frank von einer Nachbarin geschenkt. Und dann ging es natürlich los. Dann ratterte mein Gehirn und meine Fragen kamen. Meine Mutter war ein sehr unkritischer Mensch und hat die Nazi-Geschichte so ein bisschen verinnerlicht und hat das mir versucht, so zu vermitteln. Da ich aber immer so ein bisschen misstrauisch war, was ihre Äußerungen betraf, habe ich ihr nicht geglaubt. Habe mich an meinen Vater gewendet. Der hat mir sparsam, aber für mich doch sehr viel plausibler geschildert. Und Sie wussten auch, dass Ihr Vater in einem Lager gearbeitet hat in Polen? Nein, mein Vater war nicht in einem Lager. Mein Vater war in einem Ort, der Krenau, deutsch eingedeutscht hieß, früher Scharnow und jetzt auch wieder Scharnow. Und er war dort als sogenannter Kreisbaumeister angestellt worden. Mein Vater war Hoch- und Tiefbauingenieur und hat dort im Auftrage der Nazis Weichseltrockenlegungen gemacht, um eben Ackerland zu gewinnen. Er hat große Gärtnereien unter seiner Aufsicht gehabt. Und sowas, man wollte ja von den Nazis, die wollten ja Polen, haben sie ja annektiert, überfallen, um es als sogenannte Kornkammer zu machen. Also man wollte einfach Landwirtschaft dort in großem Stil aufziehen. Und für diese Situation war er zuständig. Hat er denn davon berichtet, mit welchen Menschen er gearbeitet hat? Ja, das hat er mir schon erzählt. Dann gab es in diesem Ort ein sogenanntes ein Lager, in dem also Menschen selektiert wurden. Ja? Das war ja immer die Vorstufe, das war so absurd. Und dann von dort kamen die Menschen nach Auschwitz. Ich bin selber zweimal dort gewesen, um mir die Örtlichkeiten einfach mal anzugucken, weil ich wissen wollte, wie sind die Entfernungen gewesen und was kann mein Vater überhaupt gemacht haben. Denn er hat mir schon was erzählt, aber es war eben so sparsam. Und ich habe so ein bisschen... Ich war so erzogen worden, dass ich nicht immer so, ich habe gebohrt, schon über Gebühr sicherlich, aber ich habe mich nicht so ganz klar, ich habe mich nicht getraut, ihn immer so richtig zu fragen, weil er ein sehr liebenswürdiger Mensch war, im Gegensatz zu meiner Mutter, die einfach sehr viel mehr Angriffsfläche bot. Die Mutter kommt nicht gut weg bei Ihnen, das merke ich schon. Na, sie war halt, wie sie war, ja, sie bot mehr Angriffsfläche, also konnte ich auch mich an ihr mehr reiben, an meinem Vater nicht. Mein Vater war ein Schöngeist, der liebte Literatur und Musik und der war immer viel weicher als meine Mutter. Aber meine Mutter hat mir schon erzählt, was mein Vater gemacht hat, weil sie es nicht gut hieß. Weil sie gesagt hat, das ist unheimlich gefährlich gewesen und ich musste Essen kochen für irgendwelche Leute, die im Keller saßen und dann haben die das nicht gegessen. Ja. Und dann habe ich gesagt, hast dich gewundert? Vielleicht waren sie einfach so unglücklich, dass sie das nicht essen konnten. Ja? Sie haben um ihr Leben gefürchtet. Ja, aber das macht man doch nicht so. Ne? Also mein Vater war eben sehr zurückhaltend. Und ich wusste nicht so genau, ist das denn, was meine Mutter sagte, alles die Wahrheit? Und mit diesem Gefühl bin ich eigentlich durch mein Leben gegangen. Auch mit diesem Schweigen meiner Eltern, die nicht gut miteinander gelebt haben. Das war so schön, was Sie eben gesagt haben, dass es so wichtig ist. Also wenn man dann eine Ehe erlebt als Kind von Eltern, die nicht glücklich miteinander sind, dann ist man auch vorsichtig mit Fragen. Sie sind ja auch dann im Grunde genommen ganz weggegangen. Sie wollten erst mal weggehen, Sie haben Ihren Beruf ergriffen, Sie sind Krankenschwester geworden. Ich bin nach Heidelberg gegangen, 1968. Sie haben Ihr eigenes Leben gebaut. Und dann das war einfach die Anti-Haltung gegen das Establishment. Ja? Ich habe meiner Mutter gesagt, was, du hast nichts gerochen? Du riechst doch sonst immer alles. Wenn ich um die Ecke eine Zigarette geraucht habe, hast du es sofort gerochen. Und du hast nicht gemerkt, was in Auschwitz passiert ist. Dann hat sie gesagt, nein, ich habe nichts gemerkt. Haben Sie das denn irgendwann einfach abgeschlossen, das Kapitel? Ja. Weil Sie sind ja jetzt eine ältere Dame und jetzt erst vor kurzem sind Sie im Grunde genommen dem Ganzen, was passiert ist. Richtig, sozusagen. Ich habe abgeschlossen. Ja. Und jetzt kommt plötzlich mein Sohn eines Tages und sagt, guck mal schnell ins Internet auf Spiegel Online, da wird der Opa gesucht. Und da ist auch eine Cousine von dir abgebildet. Habe ich gesagt, eine Cousine? Ich weiß gar nichts mehr von Cousinen. Und wupp, war das tatsächlich
Es gibt einen Mann in Deutschland, einen Herrn Königsberg, dem mein Vater das Leben gerettet hat und der meinen Vater sein Leben lang gesucht hat, solange er in Deutschland war. Und wir haben nichts davon gewusst. Und dann haben wir uns getroffen. Und vor allen Dingen hat Ihr Vater das leider nicht mehr erleben können, aber vielleicht wollte er es auch gar nicht erleben. Nein, weil mein Vater, ich habe ihn immer mal gefragt, ich habe gesagt, schau mal, wenn du doch Menschen, ich habe auch Bilder, und nicht Bilder, sondern ich habe Briefe aus Israel von Menschen, die nach Israel geflüchtet sind oder ausgereist sind und die es geschafft haben und die meinem Vater geschrieben haben. Und er hat gesagt, habe ich gesagt, warum? Warum willst du dich nicht darauf melden? Warum willst du nicht mal hinfahren? Nein, hat er gesagt, ich konnte so wenig tun. Das, was ich getan habe, war viel weniger als das, was passiert ist. Es sind über 1 Million Menschen in Auschwitz umgekommen. Das muss man sich vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Es war aber erst das Netz, das Internet, was möglich gemacht hat, dass plötzlich so eine ganz konkrete Spur kam und Sie durch Ihren Sohn dazu gekommen sind. Richtig, da wird dein Vater, mein Großvater, wird gesucht. Mhm. Und der Herr, von dem Sie gesprochen haben, ist ja mittlerweile auch einer im Alter von 93 Jahren. Unglaublich. Und Sie hatten, das hat mich etwas gewundert, Sie haben ja den Nachlass Ihres Vaters. Ja. Und da gab es Bücher, da gab es Alben, da gab es alles Mögliche. Ja. Das hat aber nicht gereicht, um irgendetwas zu entschlüsseln. Nein. Und plötzlich haben Sie dann da gemerkt, dieses eine Briefmarkenalbum, das ist die Spur zu diesem Herrn, der heute noch im hohen Alter in Essen lebt. Ja. Und den Sie dann getroffen haben und wie dieser Moment war. Also der, einer von etlichen, den Ihr Vater gerettet hat und Sie als Tochter, ja was eigentlich, können den Dank ernten oder was war das für Sie für ein Moment? Nein, ich habe einfach, für mich war es ein Kreis, der sich geschlossen hat. Ein Kreis für meinen Vater, denn was ich ja schon gesagt, ich wusste ja nie so genau, ist es denn wirklich die Wahrheit? Ich hatte keine Bestätigung. Ich hatte zwar, da waren ein paar Briefe, aber es war nie so richtig. Und da war für mich, es ist wahr, da sitzt jemand mir gegenüber, der sagt, der Vater hat mir das Leben gerettet. Er hat mich aus einer Selektionskolonne herausgeholt und hat gesagt, er muss für mich arbeiten, weil er für mich sehr wertvoll ist. Und damit hat er ihm das Leben gerettet. Alle anderen sind... Ja, und er muss es wohl öfter gemacht haben, denn ich bin ja inzwischen in Israel gewesen, habe dort... Das sehen wir gleich. Ja. Wir kommen jetzt genau in die Situation, wenn Sie tatsächlich den alten treffen. Ungeheuer, Und das ungeheuer. Album, das Briefmarkenalbum nach 70 Jahren übergeben. Das gebe ich ihm. Das war in einer Kiste, die meine Mutter noch mal vor der Flucht auf die Bahn gebracht hat. Und niemand hat mir jemals gesagt, was das Album für eine Bedeutung hatte. Aber es war da. Es durfte auch nicht weggeschmissen werden. Wir kommen jetzt in die Übergabe. Ja, bitte. Ihr Vater ist ja im Alter noch depressiv geworden. Wahrscheinlich, das kann man mutmaßen, haben ihn die Geschehnisse nie wirklich losgelassen, weil er ja auch so verschwiegen darüber war. Ja. Jetzt frage ich, was glauben Sie, was bedeutet diese Geschichte für uns heute? Für Sie persönlich und für die Menschen, die dank Ihres Vaters überlebt haben, eine ganze Menge. Aber Sie haben ja eine andere Intention. Sie sagen, das ist wichtig für uns. Ja, es ist wichtig für uns. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deswegen tue ich das auch. Weil ich, obwohl es mir wirklich immer wieder schwerfällt, es ist auch diese Begegnung, dass wir die Wahrheit sagen müssen. Und dass wir über das, was geschehen ist und was heute auch wieder geschieht, sprechen müssen. Wir müssen es den Kindern, also auch ich, mein Sohn ist jetzt jemand, auf den das ein fruchtbarer Boden. Er hat jetzt auch einen Sohn, der ist ganz klein noch. Aber es ist einfach die Zukunft, die wir gestalten müssen. Und die liegt in unseren Händen. Ich habe heute eine Nachricht gehört, Herr Knopp, dass Schüler, ich glaube in NRW war es, von der 5. bis zur 9. Klasse, sich mit Politik in der Schule in der Woche 20 bis 30 Minuten beschäftigen.
bisschen wenig. Ja. Zu wissen aber, dass es solche stillen Helden gab, das ist eine Sache, die man gar nicht oft genug und weit verbreitet formulieren kann. Der Begriff des Helden ist ja in Deutschland kontaminiert aus naheliegenden Gründen. Also wir haben nicht die Fähigkeit, wie die Amerikaner, die ja jeden Rückkehrer aus Afghanistan oder Irak in ihrer lokalen Presse als Hero bezeichnen, das so zu sehen, oder auch in Russland ist ja die Generation der Kriegsteilnehmer, ganz egal, was sie vielleicht angestellt hat, werden Geroi, Helden genannt. In Deutschland geht das nicht. Aber diese stillen Helden, das ist etwas, auf das wir auch ein bisschen stolz sein können. Sie haben, Frau Schefzeck, eben selber gesagt, gerade heute interpretiere ich so, wo es bestimmte Menschen oder Gruppen gibt, die den Holocaust wieder leugnen. Ja. Was tun Sie? Sie sind ja eine engagierte Frau jetzt geworden im Grunde genommen. Ich habe ein Jahr erlebt, das ich mir nie hätte träumen lassen. Und ich kann was Wunderbares erzählen. Ich habe vor einer Woche oder vor 10 Tagen etwa einen Brief bekommen von Schülern aus Tel Aviv, Kinder, die zwischen 10 und 12 Jahre alt sind, und ihrer Lehrerin und dem Lehrer. Und die haben an mich einen Fragenkatalog geschickt, in dem sie Fragen stellen über mich, meine Gefühle und über meinen Vater und die Zusammenhänge. Und ich freue mich so sehr darüber. Und ich bin ganz, ich möchte das auch sehr umfassend beantworten, weil sie fragen auch, wie kann ein Mann wie mein Vater, der Juden gerettet, der ihnen geholfen hat, wie kann er ein Nazi gewesen sein? Ja? Und das muss man auch den Kindern erklären. Und da kommen wir nämlich auf die Geschichte zurück. Mein Vater ist 1907 geboren. Er war 11 Jahre alt. Ja? Und dann kam die Weimarer Republik. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Beiträge, weil es ist so, dass er wirklich eine gute Ausbildung gehabt hat. Aber er hat keine Arbeit gefunden. Und ging damit natürlich auch zu Nationalsozialisten, weil es diesen Aufschwung ja nun mal gegeben hat. Das ist historischer Beleg, klar. Und es war eine Möglichkeit für ihn. Richtig. Frau Schefzeck, Sie haben eben gesagt, Sie haben ein Jahr erlebt, wie Sie es nicht hätten träumen lassen. Ich denke, Sie werden es weitertragen dieses Jahr. Ja. In Schulen hinein, wie auch immer. Ja, wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen für den Beitrag. Alles Gute für Sie und in Memoriam. Vielen Dank. Ihren Vater. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Meine Damen und Herren, das war 2 Tage nach Aschermittwoch, der Kölner Treff, mit zum Schluss einem denkwürdigen Beitrag von Jutta Schefzeck. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, beim Publikum, bei Ihnen natürlich auch. Und wir sehen uns am kommenden Freitag wieder. In diesem Sinne, alles Gute für Sie. Tschüss zusammen.